Name ist Maru Frosch, ich bin Sprachassistent in Kasachstan. Ich arbeite als Deutschlehrer und als Vermittler über Deutschland und vermittle dieses Bild, das Bild Deutschlands hier in Kasachstan. Ich habe schon 3 Jahre jetzt als Sprachassistent gearbeitet, erst für das Goethe-Institut und jetzt für die Wiedergeburt in Kasachstan. Ich habe in Deutschland studiert, russische Sprache und Kultur und Politik und Soziologie. Und dort habe ich auch die russische Sprache gelernt, die ich jetzt auch in Kasachstan während meiner Arbeit auch verwenden kann. Ich denke, ein Grund, warum ich nach Kasachstan gekommen bin, ist, dass es ein noch unbekanntes Land ist für mich. Ich habe nur davon gehört, ich kenne schon ein bisschen Zentralasien. Ja. Ich war schon in Usbekistan, in Kirgisistan, aber Kasachstan war für mich noch ein neues Land, das ich entdecken möchte und ein sehr großes Land. Und deswegen bin ich auch nach Kasachstan gekommen. Als Sprachassistent beim Goethe-Institut habe ich schon viele Unterrichtseinheiten verfolgt, also auch gelernt, wie man Deutsch unterrichtet, aber habe dann auch eigene Veranstaltungen organisiert, das heißt einen Konversationsclub, einen Filmclub organisiert und selber auch mit den Teilnehmern größere Veranstaltungen geplant, zum Beispiel eine Weihnachtsfeier, wo wir uns getroffen haben. Und hunderte Leute sind gekommen als Gäste und wir haben zusammen gesungen, getanzt und auch etwas gegessen. Und das war für alle eine sehr schöne Zeit, ein besonderes Event, kann man sagen. Im Zentrum der Wiedergeburt in Astana haben wir viele Seminare. Ein Seminar war Deutsch im Herzen. Das war sehr interessant, weil die Teilnehmer dort aus allen Teilen des Landes gekommen sind und sich interessiert haben für die deutsche Landeskunde. Und dort haben wir zusammen Musikclips erstellt und das war sehr lustig. Die Teilnehmer hatten sehr viel Spaß und ich glaube, das Ergebnis war ganz gut. Vor kurzem hatten wir auch ein Jubiläum für Heinrich Vogeler. Er ist 150 Jahre wäre er heute geworden. Und dann haben wir für ihn, so in seinem Ehren, eine Veranstaltung, einen Filmabend organisiert zu seinem 150. Jubiläum und über ihn erzählt, eine Galerie ausgestellt. Und das war ein sehr interessanter Abend, denke ich. Und auch die Botschaft ist gekommen. Also wir hatten sehr viel, ja, sehr viel Spaß zusammen. Hier in der Familienakademie haben wir uns im Sanatorium getroffen. Das heißt, es wird immer im Wechsel verschiedene Gruppen treffen sich und lernen zum Beispiel Deutsch oder sie nehmen an einer Veranstaltung teil über deutsche Landeskunde. Und es gibt auch Varianten, also Freizeitmöglichkeiten, zum Beispiel, dass man ein bisschen tanzt, ein bisschen singt, ja, also diese Möglichkeiten und natürlich die Fazilitäten, diesen Prozess des Sanatoriums auch noch mitnimmt, also mitmacht. Also die deutsche Minderheit ist natürlich nicht nur in Kasachstan, sondern auch in Deutschland da. Das heißt, in meiner Stadt wohnen natürlich auch neben Menschen, die auch aus Kasachstan, aus Russland gekommen sind. Und das sind auch teils meine Freunde, das sind teils meine Kollegen und auch Studierende, Kommilitonen, mit denen ich zusammen studiert habe. Das heißt, es war mir nicht fremd, ich wusste davon. Aber diese Kultur zu leben, diese Traditionen, diese alten deutschen Traditionen wie in Kasachstan, werden in Deutschland nicht mehr gelebt. Deswegen ist es interessant, in Kasachstan das selbst zu sehen und zu hören. Ja, also diese alte Sprache auch, diese Dinge, die wir eigentlich in Deutschland nicht mehr kennen. Also es ist mein Wunsch, dass ich noch in Kasachstan bleiben werde, mindestens noch für ein Jahr. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht auch noch in 2 oder 3 Jahren werde ich diese Arbeit machen können. Das ist nicht ganz sicher, aber ich würde mich freuen, wenn ich in Kasachstan bleibe und auch das Land noch entdecken werde.
Kasachstan gefällt mir sehr gut. Das Essen ist sehr lecker, die Menschen sind sehr nett und das Land ist natürlich wunderschön. Also es gibt so viele Möglichkeiten, hier seine Zeit zu verbringen. Und ja, ich freue mich auf die Zeit, auch noch nächstes Jahr.